Willkommen zurück zu meinem Let's Play White Day an Labyrinth namens Ghoul. Ich bin's natürlich wieder, eure Boom 36, und wir machen spannend weiter. Hier ist wieder der komische Typ von Lehrer. Musikzimmer, Schalterraum. Also ich würde echt gerne mal speichern. Aber dazu müsste ich wieder nach oben kommen. Uiuiui. Die Tür geht gar nicht auf, oder was? Genauso wie die da, okay. Oha. Habe ich die Tür aufgemacht, ich Trottel. Warum rennt der immer noch da unten rum? Ich hoffe, der bemerkt die Tür nicht und geht nicht da rein. Wieso steht da Tanzstudio? Scheiße. Natürlich bemerkt er die offene Tür. Wie komme ich denn auf die Idee, dass er es nicht bemerkt? Ich will diesen Kampf gegen mein böses Ich nicht nochmal machen, Mister. Bitte bewegen Sie Ihren Arsch weg. Oha. Habe ich noch eine Sojamilch? Ja, habe ich. Jetzt bin ich mal geheilt hier. Kann der mal gehen? Oh nein. Verbandskasten. Ich hoffe, er sieht mich nicht.
Das ist sehr riskant, was ich hier mache. Oh, ich habe nicht mehr viele Filzstifte. Scheiße, das ist na gut. Nicht gut, nicht gut. Können wir den einen Filzstift von der hängenden Frau holen? So, Mr. Pfeiffer, wo laufen Sie lang? Jetzt habe ich ja die rote Schlüsselkarte, ne? Wo kann ich denn die benutzen? Das Problem ist, ich weiß jetzt nicht, wo er hingeht. Dein Gepfeife nervt. Er geht die Treppe hoch. Geht er dann noch weiter hoch? Ja. Ja, wir wissen's. Bin nur hier, um den Filzstift zu holen. Dann geh ich schon wieder, du. Ernsthaft. Ich verstecke mich hinter meinem Klo. Ja, hinter meinem Klo, genau. Ich stehe vor allem hinter dem Klo statt vor dem Klo. Wieso ist der verdammte Neubau nervenaufreibender als der Altbau? Okay. So, hier kann ich eine rote Karte benutzen. Geil. Ich habe sie aufgeschlossen, das ist schön. Sieht nach einer Computer-AG aus. Da läuft noch ein Rechner. Klingt wie ein Fax. Was soll ich damit machen? Windows ME. Bringt mir diese Info da irgendwas? Okay. Oh, da ist was. Ein Filzstift. Oh, ein Filzstift. Okay. Also das hat schon mal nichts geholfen. Hier brauche ich eine blaue Karte. Da war ich schon drin. Da war ich auch schon drin. Haben wir oben noch rote Karten oder haben wir nur das komische Dach da oben? Ich glaube, wir haben nur oben nur das komische Dach. Ja, und das da braucht was ganz anderes, nämlich einen Schlüssel. Und unten haben wir keine roten Karten, das weiß ich noch, oder? Gut, ich kann ja mal nachschauen. Schadet ja nicht.
Aber ich glaube, die Karte da unten war auch schwarz. Nee, ist blau. Blau, 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 blau. Sie ist blau. Okay. Dann hilft uns das Ganze alles gar nichts. Wir könnten noch mal hier reinschauen. Jetzt hört doch mal auf mit dem blöden Glas zerspringen, du. Apropos Glas zerspringen. Ich meine, wir haben. Hier wurde der Hausmeister umgenietet. Ich meine, wo ist der hin? Oder zumindest also Leiche kann man jetzt nicht sagen, dann würde es nicht tot sein. Aber der wird jetzt wohl kaum einfach einen Rückzug angetreten haben. Naja, gut, mir egal. Und wir machen wir uns über sowas Gedanken. So. Warum rennt der Typ? Was ist dem sein Problem? So oft wie wir uns auf dem Klo verstecken, ey. Wo ist denn der Typ schon wieder? Es hat draußen jemand mit der Tür geschlagen. Also, hallo? Das ist sehr unpraktisch. Ich mach mein Autotür ganz laut zu. Damit ja jeder weiß, dass ich dort geparkt habe. So, wo ist er denn? Er ist gerade. Warte, hier habe ich. Schau mir jetzt mal kurz um. Ich glaube, das sind schwarze Türen, keine roten. Aber es könnten ja welche offen sein. Aber er kommt wieder hoch. Typ, du machst mich verrückt. Naja, wenigstens habe ich jetzt schon mal wieder ein paar Filzstiftchen. Okay. Also in Raum 3-4, 3-5 und 3-6 Warmer. Unteren Warmer in dem Tanzstudio. Im Rest konnte ich nicht schauen, weil ich wollte unbedingt speichern gehen. Und oben waren wir noch gar nicht. Genauso wenig wie wir hier oben waren. Aha. Ist jetzt oben entlang oder was? Gut, dann schauen wir mal da rein. Vorausgesetzt, die Tür geht auf. Da ist nichts drin. Da ist auch nichts drin. Ja, mein Filzstift. Jetzt haben wir wieder 5 Stück. Karte. Raum daneben könnte noch was sein. Frage ist bloß, wo der Typ ist. Er könnte jetzt genau bei mir sein. Es gibt Pfeife. Ich weiß halt nicht, wo der ist, weil er könnte jetzt auf der anderen Ende des Ganges sein und ich höre ihn trotzdem pfeifen, ja? Ich könnte aber auch jetzt die Tür aufmachen und der Typ bringt mich um.
Oh, super. Wo ist der? Pfeif nicht so laut. Dich hört eh kein Schwein. Außer ich, leider. Ja, Wecker, das hilft mir jetzt gerade gar nichts. Ich habe in dem Part wieder nichts erreicht. Außer gespeichert. So, wo ist er jetzt schon wieder? Oh, come on. Dieser Typ. Jetzt müssen wir warten. Nein, was mache ich denn? Wo geht er hin? Er geht nach oben. Kann der mich von dort sehen? Notizen aus dem Physikunterricht. Vibration und Resonanz. Objekte verändern sich unter der, unter der Einwirkung von Energie. Fällt diese Krafteinwirkung weg, kehren sie zu ihrer Ursprungsform zurück. Diese Eigenschaft nennt sich Elastizität. Wenn die Kraft, die auf einen elastischen Gegenstand eingewirkt hat, wegfällt, vibriert das Objekt bei der Rückkehr in die Gleichgewichtslage. Jedes Objekt besitzt seine eigene Frequenz. Diese wird als natürliche Frequenz bezeichnet. Bei einer erzwungenen Vibration gleicht sich das Objekt der Frequenz der Energie an, die es einwirkt. Sind erzwungene und natürliche Vibrationen identisch, weist die Amplitude, das wird als Resonanz bezeichnet. Ein Einstieg der Amplitude durch Resonanz bedeutet, dass die Energie effizient übertragen wird. Die Energie entspricht dabei dem Wert von Resonanz hoch 2. Es befinden sich viele Beispiele von Energieamplikationen, zum Beispiel stürzte 1940 die Taku-Nahrungsbrücke im Staat Washington der USA nur 4 Monate nach Fertigstellung aufgrund eines Windstoßes ein. Die Ursache für den Einsturz war, dass der Wind mit der natürlichen Frequenz der Brücke eine Resonanz erzeugte und so die Amplitude
Amplitude verstärkte. Ein weiteres Beispiel ist, wenn die Stimme einer Sängerin auf einer bestimmten Klanghöhe Glas zum Zersplittern bringt. Dies geschieht, weil die Frequenz ihrer Stimme mit der natürlichen Frequenz des Glases resoniert. Stell dir mal vor, du könntest mit deiner Stimme Glas oder Spiegel zum Bersten bringen. Aha. Und das habe ich jetzt wissen war. Aus welchem Grund? Der geht oben entlang. Ja, er ist da oben. Er könnte halt jetzt jeden Moment gleich wieder runterkommen, ne? Weil da hinten ist... Ja, ich sehe halt so schlecht durch das kleine Fenster durch. Und da hinten ist halt die Treppe. Deswegen warte ich jetzt noch ab. So, Karte. In welchen Räumen... Jetzt haben wir noch einen Raum nebenan. Okay. Und dann haben wir noch die Räume unter uns. Das ist hier. Schalterraum. Mai, hast du ein schönes Taschenlampenlicht. Warum ist unser Charakter nicht größer? Naja gut, wäre auch scheiße, dann würde man ihn durchs Fenster sehen, aber... Was zum Geier? Wo denn? Hat sie nicht gerade irgendwas geleuchtet? Wahrheitssuche. Jenden Zeitung Winterausgabe Todesbotschaften. Eine Todesbotschaft bezieht sich auf die letzte Nachricht eines Mordopfers und sie unterscheidet sich von einem Testament in Bedeutung und Inhalt. Die Absicht einer Todesbotschaft ist es, den Mörder zu enttarnen. Die Todesbotschaft kann also einen wichtigen Hinweis in einem Mordfall liefern. In der Realität sind Todesbotschaften jedoch selten. Wer stirbt, hinterlässt meistens keine Nachricht mehr. Wer stark genug wäre, das zu tun, würde eher um sein Leben kämpfen, als seine letzten Worte niederzuschreiben. Todesbotschaften in Kriminalromanen. Kriminalromane haben das Konzept der Todesbotschaft popularisiert. In diesen Romanen werden Todesbotschaften oft als literarische Mittel eingesetzt, um die Leser von der wahren Lösung abzulenken. Wenn in einer Geschichte eine Todesbotschaft also direkt auf den Schuldigen weist, stellt sie sich oft als falsch heraus. Zudem werden die meisten Todesbotschaften in Teilen oder in Form eines Rätsels gefunden, das gelöst werden muss, um den Fall zu knacken. Todesbotschaften in der Realität. Wie zuvor erwähnt, sind Todesbotschaften in der Realität kaum wie in Romanen umsetzbar. Aus einer
anderen Perspektive betrachtet, könnte man jedoch sagen, dass das Tagebuch oder die Notizen einer todkranken oder suiziden Person in die Kategorie von Todesbotschaften fallen. Versteckte Nachrichten in Todesbotschaften. Nebst ihrer langen Geschichte hat die Yonko High School eine fast ebenso lange Liste von Gerüchten über Unfälle und seltsame Geschehnisse. Dazu zählen auch die Todesbotschaften von Lehrern wie Schülern, die Selbstmord begangen haben. Den Gerüchten zufolge hat zu den Zeiten, als die Schule noch Schlafsäle besaß, eine Hausmutter Selbstmord begangen und eine Todesbotschaft hinterlassen. Angeblich enthält diese Nachricht einen Code, der den Schlüsselkasten im Büro der Schulverwaltung öffnen kann. Da jedoch niemand diese Botschaft je zu Gesicht bekommen hat, kann dies nicht bestätigt werden. Aha. Also praktisch schwer ist für uns, weil ein neuer Spind mit einem runden Zeichen darin werden wir ja brauchen. Aber ich würde sagen, wir machen jetzt hier spannend weiter im nächsten Video. Also bis dahin. Ciao, ciao!